Juna, ich sehe deinen Bauchnabel. Guten Morgen. Ich muss zugeben, ich habe so ein bisschen seltsam geträumt. Ich habe geträumt, dass mir kleine Babyspinnen aus dem Mund gekrabbelt sind, weil die Spinne, die ich gestern Abend gegessen habe, schwanger war, die Babys nicht mitfrittiert wurden und jetzt aus meinem Magen rauskrabbeln. Und es soll heute auch wahnsinnig viel passieren. Ich habe gehört, brennende Herzen, viel Akrobatik und nackte Haut. Na, alles klar? Ja, alles klar. Und bei euch? Ja, doch. Bisschen heiß. Schön. Mutig. Danke. Ja, Dieter meinte ja letztes Mal, Sandra, du siehst einfach so normal aus. Ich weiß auch nicht, so langweilig. Deswegen dachte ich, gebe ich ihm heute mal ein bisschen was zurück. Was machst du denn sonst, wenn du nicht bei DSDS bist? Also sonst bin ich Mami und verheiratet. Cool. Ja, mein Sohn ist 9 Monate alt und ja, die sind jetzt zu Hause. Mein Mann passt auf, mein Vater ist bei uns. In Bangkok bei DSDS fällt man entweder durch oder man hat Durchfall. Es haben hier irgendwie wahnsinnig viele Magenprobleme, weil das Essen und natürlich auch das Wasser ein bisschen auf unseren europäischen Magen schlägt. Du kannst wieder essen? Ja, ich kann wieder essen. Es geht alles wieder besser. Was mir oft gefragt wurde, ob es mir wieder gut geht. Darf ich mal ganz kurz Hand? Gut. Wie geht's dem Magen? Bisschen gut. War beim Vocal Coaching und wollte gerade anfangen zu singen, bin dann vom Vocal Coaching weggerannt auf Toilette und musste halt, ich war unpässlich. The food in Thailand is not good. Genau, ich habe gekotzt. Einmal, ne? Dreimal. Einmal in den Fluss. Ich habe ein Problem mit... und zweimal auf Toilette. Aber jetzt ein bisschen gut. Melissa, ich bin ein Fan von deinem Rock. Was ist denn da los? Dein Rock, das ist ein Kleid. Ach, zieh aus, los. Also die Jacke. Hier gleich. Ich nur. Wo kriegt man denn sowas? Das ist von meiner Mutter. Das heißt, du hast jetzt Mutti Sachen geklaut? Ja. Und Mutti ist zu Hause nackt? Ja, genau. Nein. Weiß sie das? Ja, sie hat mir ein paar Kleider von sich mitgegeben. Ist deine Mutti Showgirl? Nee, die zieht das nur mal an, wenn sie mal weggeht abends oder so, aber ja. So was Legeres zum ins Kino gehen, ja. Genau, ja. Hallo. Wunderschön, wirklich. Dankeschön. Ihr seht heute mal wieder so bezaubernd aus. Dankeschön. Mustafa, ich muss sagen, ich bin Fan. Ich möchte dir diesen Strauß überreichen, denn es ist was passiert, nicht wahr? Du hattest gerade deinen Auftritt und? War cool, ich hab's geschafft. Ich bin weiter, juhu, dankeschön. Ich bin weiter, juhu, wo ist denn da die Emotion, wo ist denn da der Mustafa? Ich bin einerseits traurig, dass der Chris nicht weitergekommen ist. Was ist das für ein Gefühl, wenn man da vorne steht und man weiß, man ist weiter? Es ist ein Gefühl, ich sag's ehrlich und deutlich, den man nicht beschreiben kann. Diesen Gefühl, man erlebt diesen Gefühl, man kann es beschreiben, aber nicht richtig. Weil du kannst, es ist alles nicht unvorstellbar. Du bist in Thailand mit der SDS und du stehst vor Mandy Capristo, vor DJ Antoine, vor Dieter Bohl, ja, und vor Heino. Das ist unrealistisch, wirklich, das ist wie ein Traum. Es ist ein mega Gefühl, kann ich nicht beschreiben. Ich bin mehr als happy. Ich werde später meine Mutter schreiben, die wird ausrasten vor lauter Freude. Also das ist ein mega Gefühl. Ich habe hier viel gelernt auch. Wunderbar, ich freue mich für dich. Ich muss die Blumen leider abgeben wieder, das war Requisite. Danke dir trotzdem und alles Dankeschön. Gute. Dankeschön. Christian, dein Auftritt war, was ist passiert? Ja, ich bin ein bisschen untergegangen zwischen den anderen beiden. Ne? War da zu viel Booty-Shaking von Mustafa? Nein, das war genau richtig. Ich habe den die Show vollkommen gegönnt. Der hat es richtig cool gemacht, ja. Halt, ich bin nicht weiter und ja. Aber ärgerst du dich, dass du jetzt nicht ein bisschen mehr Gas gegeben hast? Im Nachhinein ärgere ich mich natürlich ein bisschen. Schon ein bisschen enttäuscht und so, dass ich jetzt heimfliegen muss, aber ja, ich hatte eine schöne Zeit und ja, ich gönne es den anderen. Das wirkt eigentlich recht abgeklärt und recht cool, ist das ja, auch so? Ja, jetzt, aber vorhin war es ein bisschen
weil ich halt alle dann gesehen habe und so. Kann man sagen, so ein Traum ist geplatzt, oder? Naja, schon ein bisschen, aber halt jetzt nicht so schlimm. Also es war nicht dein Lebenstraum? Nicht mein Leben, okay. Halt, ich hätte es schon gern gemacht. Traum, Sänger zu werden, ist natürlich nicht geplatzt, weil ich bin ja Sänger, nur ich konnte den Song nicht so gut performen. Und ich finde, man sollte trotzdem an sich glauben, auch wenn einmal Träume platzen. Man kann immer wieder von vorne anfangen und mich bringt das dann immer wieder hoch. Bei Kritik muss man einstecken können. Tausende Kilometer von zu Hause entfernt, aber irgendwie sind sich die Menschen dann doch überall sehr ähnlich. Alle stehen sie gerne auf Brücken, gucken aufs Wasser und wenn Feuerwerk kommt, machen alle oh.